Willkommen bei den FIGA Tool Services. In jedem Betrieb gibt es Werkzeuge, die standardmäßig in bestimmten Servicefahrzeugen bereitliegen, damit sie jederzeit einsatzbereit sind. Mit der VTS-Webanwendung haben Sie die Möglichkeit, Fahrzeugen bestimmte Werkzeuge zuzuordnen. Diese Werkzeuge nennen wir Stammwerkzeuge. Starten Sie die Webanwendung. Um Stammwerkzeuge zuzuordnen, klicken Sie auf Betrieb und anschließend auf den Unterpunkt Fahrzeuge. Wie Sie ein Firmenfahrzeug einbinden, haben Sie bereits in Tutorial 6 und 7 erfahren. Sie befinden sich nun in der Fahrzeugübersicht. Klicken Sie auf das gewünschte Fahrzeug, um die Detailansicht aufzurufen. Klicken Sie nun auf Stammwerkzeuge verwalten. In dem neuen Fenster können Sie die gewünschten Werkzeuge über die Suche oder aus der Liste auswählen, um diese als Stammwerkzeuge für dieses Fahrzeug zu definieren. Klicken Sie dafür auf die Checkbox neben dem Werkzeugnamen. Möchten Sie sehen, welche Werkzeuge dem Fahrzeug bisher zugewiesen sind, klicken Sie auf den Schieberegler Nur ausgewählte Werkzeuge anzeigen. Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, klicken Sie auf Speichern. Das Fenster schließt sich und Sie erhalten eine Bestätigung, dass Ihre Stammwerkzeuge aktualisiert wurden. Übrigens, auch über die VTS-App können Sie jederzeit überprüfen, welche Werkzeuge einem bestimmten Fahrzeug zugeordnet sind. Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus. In der Detailansicht finden Sie neben den Menüpunkten Fahrzeugorten und Dokumente die Option Stammwerkzeuge anzeigen. Drücken Sie diese. Nun werden Ihnen die Stammwerkzeuge Ihres Fahrzeugs in einer Liste angezeigt. Sehr gut. Sie wissen nun, wie Sie Fahrzeuge und Stammwerkzeuge verwalten. So bleibt Ihr Kofferraum immer bestens organisiert. Entdecken Sie in den folgenden Tutorials alle weiteren Funktionen der FIGA Tool Services.